So, wir sind jetzt zurück in einer Schule. Sie ist total demoliert, also ich weiß nicht, es ist nicht unsere Schule, denke ich mal. Oder ist es nach dem Erdbeben? Sie kann mich anscheinend nicht hören. Okay. Probieren wir es nochmal. Okay. Kommt nichts anderes mehr, dann schauen wir mal, ob wir irgendwie zu ihr kommen können. Ja, was habe ich da gemacht? Ich weiß, ich muss raus. Okay, dann schauen wir mal, wo es hier lang geht. Wo man hier lang könnte. Oje. Da liegt ein Stück Papier oben. Gehen wir doch mal gucken. Dritter Schüler als vermisst gemeldet. Immer wieder verschwinden Schüler von der Heavenly Host Schule. Sie scheinen einer nach dem anderen zu verschwinden. Nun ist eine weitere Schülerin verschwunden. Sie ist bereits die dritte, die vermisst wird. Klassenkameraden bezeugten, dass die Fünftklässlerin auf dem Weg von der Schule nach Hause war, wurde von ihren Freunden in der Halle getrennt und seitdem nicht mehr gesehen. Die Polizei untersucht, ob es sich um einen Serientäter handelt und hat unzählige Ermittler in dem Fall zugewiesen, in der Hoffnung, eine schnelle Lösung zu erzielen. Trotz alledem sind bereits 10 Tage nach dem ersten Verschwinden vergangen. Dies gibt Eltern und Klassenkameraden reichlich Anlass zur Sorge. So, hier verschwinden also Kinder, Schüler und es ist jetzt bereits schon der dritte Schüler entführt worden in dieser Schule. Host Elementary, ihr erinnert euch vielleicht noch, das ist diese Gruselschule, die doch erwähnt wurde. どうなってるのよ。
So, jetzt kommen wir zur Vorstellungsrunde. Ich habe ein bisschen die Musik runtergedreht, damit ihr auch überhaupt hört, was ich zu euch sage. Und ich würde dann sagen, fangen wir hier mit unserem guten Satoshi an. Ich habe euch das natürlich alles schon vorübersetzt, deswegen wird sich das jetzt auch anhören, als würde ich es ablesen, weil ich es wirklich ablese. Ich wollte es ja ein bisschen ordentlich haben, damit ihr versteht, worum es geht. So, das ist Satoshi Mochida, Alter 17 Jahre. Wieso ich da so lange gebraucht habe, kann ich euch auch nicht sagen. Er ist ein Schüler aus der Kisaragi-Akademie Senior-High-Klasse 2-9. Ich weiß nicht, wie man die japanischen Klassen vorliest, deswegen... Ich sag 2-9, fertig. Ja? Habe ich so lange gebraucht? In der Aufnahme. Ziemlich durchschnittlich ist er, aber beliebt und ist bekannt dafür, dass er freundlich und feige im gleichen Maße ist. Ich fand die Übersetzung auch ziemlich schwer ins Deutsche zu übersetzen, so wie man es öfter meinen soll. Man kann es ja immer nicht so verdeutschen. Trotz seiner Schüchternheit ist er sehr sympathisch und offen, was seine grelle Empfindsamkeit gegenüber anderen vervollständigt und ihm zu einem natürlichen Anführer macht. Katsching! Ja. Die einzige Person, die jemals mit ihm als Anführer mithalten kann, ist Naomi. Da sie konsequent ist und die einzige Person, auf dessen Meinung Satoshi vertraut. Die werden wir jetzt kennenlernen. Die süße Naomi. Ja, und die gute Naomi, die ist... Oder heißt Naomi Nakashima und ist 16 Jahre alt. Sie ist eine Schülerin, auch aus der Kisaragi Akademie Senior High, Klasse 2-9 und ist eine Klassenkameradin von Satoshi seit der Junior High. Mhm. Mann, hab ich da lang gebraucht. Gibt's ja nicht. Hab ich so lange für die Übersetzung gebraucht. sie begrüßt ihn häufig, also den Satoshi, mit "Oh, nicht du schon wieder." Sie hat ihren Vater vor ein paar Jahren verloren und Naomi ist mit ihrer Mutter, sie unterstützen sich moralisch gegenseitig und trotzdem bleibt sie immer optimistisch und heiter. Ihr häusliches Leben gab ihr Interesse an Pflege, also die Krankenpflege, die sie intensiv verfolgt und sie verbringt ihre Zeit mit Lernen, um nachher an einer medizinischen Schule angenommen zu werden. Ja, das ist Naomi. Oh Gott, ey, wieso habe ich denn immer so lange gebraucht mit dem Übersetzen? Ist ja echt Hammer. Aber das seht ihr dann nachher auch in den anderen Aufnahmen. Als nächstes haben wir Saiko Shinohara, ist 16 Jahre alt, ein freier Geist. Sie sagt oft Sachen oder tut Sachen, die andere sehr überraschen. Und durch ihre gute Natur vergibt sie oft den... Ihr wisst schon, sie ist sehr nett. ihre Mutter verschwand vor 3 Jahren, verließ sie und ihre 3 Geschwister und den arbeitenden Vater. Und seitdem fungiert Saiko als Hausfrau und macht den ganzen Haushalt. Saiko betrachtet Naomi als Verwandtengeist und die beiden haben oft längere Unterhaltungen über ihre Träume für die Zukunft. Nun haben wir Yuka Mochida, Alter 14, sie ist ja Satoshis kleine Schwester und obwohl sie eine Achtklässlerin ist, auf der Kisaragi Akademie Junior High, sieht sie viel jünger aus als sie ist. Und in Satoshis Haushalt ist Yuka halt die kleine Prinzessin. Sie bekommt in der Regel immer alles, was sie will und es schadet halt nicht durch ihr kindliches Verhalten. Trotzdem sehnt sie sich danach, erwachsen zu sein und versucht älter zu wirken oder braver als sie ist. Aber dadurch gerät sie manchmal auch in Schwierigkeiten oder öfter in Schwierigkeiten.
Nun stelle ich euch die Lehrerin vor, Miss Yui Chishido, sie ist 23 und Englischlehrerin für die 11. Klasse an der Kisaragi Academy Senior High School. Und obwohl sie nicht so die perfekte Lehrerin ist durch ihre Methoden, ist ihr unerschöpfter Eifer und Enthusiasmus ansteckend. Sie dient auch als Assistenzlehrer für die Klasse 2-9 und mag es mit den Schülern zusammen zu sein. Und wenn sie die Verantwortung hat, ruhen immer alle Augen auf ihr. Ist das nicht schön? Das wünscht man sich doch als Lehrerin, oder? Ich weiß es nicht, ich bin ja keine. Ach ja. So, ich kann euch wirklich nicht sagen, wieso ich jetzt wieder so lange da in der Ecke gestanden habe. Ich habe bestimmt irgendwas erzählt oder noch zu der Übersetzung gepackt, weil ich es am Anfang nicht so ordentlich hingekriegt habe wie jetzt, weil ich ja Zeit hatte. Egal, machen wir weiter. Das ist Yoshiki Kishinuma, er ist 17 Jahre alt. Er ist auch ein Schüler von der Karasagi Academy Senior High Klasse 2-9. Er wird oft als sarkastisch und zynisch gesehen, aber so wie er es sieht, ist er einfach nur ehrlich. Ist auch nichts Schlimmes, ne? So, obwohl er im Allgemeinen eher nicht gerne an so Veranstaltungen teilnimmt, macht er für Satoshi oder Ayumi immer gern mal eine Ausnahme. Und durch sein intensives Drama zu Hause hat Yoshiki einen Halbtagsjob angenommen und arbeitet nach der Schule, um sich die Miete für seine kleine Wohnung leisten zu können, die er alleine bewohnt. Und die letzte im Munde ist die süße Ayumi Shinosaki, Alter 17, die ernannte Klassensprecherin der Kisaragi Academy High Klasse 2-9. Sie erzählt ihren Kindern immer gerne Geistergeschichten und feiert es, wenn man sie vor Angst schreien hört. Es ist allgemein bekannt, dass sie Kerzen oder andere Horrorutensilien zu jeder Zeit dabei hat, nur für den Fall, falls sich eine Gelegenheit ergibt, die einzusetzen. In Wahrheit ist ihr Ruf eine Maske, hinter der sie ihre Angst vor dem Ungewissen versteckt, die so groß ist, dass sie selbst Satoshis Angst übertrifft. Und der ist ja schon ein Schisser. Wenn wirklich eine gruselige Situation eintritt, geben ihre Knie nach und Panik setzt ein. Allein ihr Stolz kann ihren Angstzustand brechen. So, und dann war es das für heute. Das war unsere kleine Vorstellungsrunde für alle. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Naomi und Saiko und ihren Weg, die anderen zu finden. Und dieses leider auch noch mit Untertiteln bestückt, weil das eine Session zusammen war. Danach die Folge wird's normal laufen. Mit Übersetzung und Ton von mir. Und ihr seht es mir nach, ich bin halt nicht so schnell im Übersetzen, dass ich dann immer mal ein bisschen brauche. Deswegen waren die Fenster auch immer so lange auf. Und ich kann nicht immer alles rausschneiden, weil dann die Sachen nicht mehr einheitlich sind. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt viel Spaß mit dem Let's Play und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und mal sehen, was wir mit Naomi, Saiko, Satoshi und den anderen natürlich so erleben werden. Du hast Jesus getötet! Whee, was? Oh mein Gott, was ist das für ein krankes Spiel? Selbst die Bäume drehen sich hinten um und ändern sich wieder. Das Spiel ist so durch, ey.